Auf dem Weg hier ins Studio habe ich einen Zwischenhalt bei einem Gartencenter gemacht, um die passende Dekoration für diesen Online-Gottesdienst zu kaufen. Eigentlich wollte ich ein Pampasgras kaufen. Leider ist gerade nicht die Saison und ihr merkt schon, ich bin absolut kein Botanikkenner. Heute geht es in der Predigt um das Thema Pampa, Halt finden in Zeiten des Umbruchs. Und ich möchte zum Beginn jetzt beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir vielmals für all die Leute, die virtuellen Leute, Gruppen von Leuten, die jetzt hier bei diesem Online-Gottesdienst dabei sind, die irgendwo an verschiedenen Orten einfach das jetzt hören und von dir inspiriert werden. Danke, Vater, dass du die Möglichkeit hast, auf diesem Weg zu reden. Danke für dein Wort, das kraftvoll ist und wir heute daraus schöpfen dürfen. Danke, Jesus, dass du ein Vorbild bist, wie du in der Pampa, in der Dürrezeiten, hast festgehalten am Vater und uns ein Vorbild hast hingelassen. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt in all die Räume gehst und übersetzt zu all diesen Menschen redest, die jetzt hier die Online-Gottesdienste, die Predigt hören. Danke, dass du da bist und dass du redest, Vater. Amen. Als absoluter Botanik-Nobody war ich heute im Gartencenter und wollte ein Pampasgras kaufen. Nun, das ist im Moment nicht Saison und jetzt habe ich einfach rein aus ästhetischer Überlegung habe ich dieses Gras hier mitgebracht, um etwas darzustellen und etwas zu symbolisieren. Das Pampasgras wächst auf den Ebenen, Steppen in Südamerika, in den Ländern Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay. Pampa ist ein Wort, das eigentlich vom Grundbegriff eine Ökoregion ist, in diesem Südamerika. Es ist eine subtropische Grassteppe, das Wort bedeutet eigentlich Ebene. Und auf dieser Ebene wächst dann eine sehr karge Landschaft. Das ist eine Ebene, wo menschenleer ist, wenig Menschen leben dort. Und aus diesem Begriff, aus der Geografie, hat sich dann unser Begriff, den wir umgangssprachlich brauchen, Pampa, entwickelt. Pampa ist ein Begriff, da ist nirgend, da ist niemand da, da ist menschenleer, da ist niemand vorhanden. Also wenn ich in der Pampa bin, dann bin ich an einem Ort, da bin ich komplett allein und in so einem Land des Nirgendwo, in einem Land des Zwischenlands. Und wenn wir uns heute Gedanken machen, wie wir uns in so Phasen verhalten können, da geht es darum, wir Menschen kommen auch immer wieder so in Zeiten der Pampa. Phasen, in denen wir denken, ich bin zwischen Stuhl und Bank, ich bin nicht angekommen, ich bin nicht daheim. Um das etwas zu verdeutlichen, möchte ich kurz drei Beispiele bringen, wie wir Menschen in der Pampa sein können. Da ist ein Student, er hat gerade seinen Uni-Abschluss gemacht. Er hat dieses Studium gemacht, um ein History Maker, ein Geschichtsschreiber zu werden. Er hat es voll Enthusiasmus gestartet und nun ist er am Ende dieses Studiums und findet keine Anschlusslösung. Und in dieser Situation befindet er sich und sagt, jetzt bin ich momentan wieder bei meinen Eltern. Ich bin momentan wieder in einem unbezahlten Praktikum in diesem Laden, in dem ich schon als kleiner Junge war. Willkommen in der Pampa. Da ist eine Frau, eine Mutter, und diese Mutter ist in ihrer Wohnung unterwegs und sieht da ein Bild von ihrer Familie. Das Bild ist 10 Jahre alt und sie schaut in die schuldlosen, glücklichen Augen von ihrer Tochter. Das Leben war damals einfach. Heute, 10 Jahre später, die Tochter ist 16 und sie fragt sich, die Mutter, wo ist diese Freiheit, diese Liebe, dieses Glücklichsein von meiner Tochter? Willkommen in der Pampa. Die nächste Person, um das zu versinnbildlichen, ist eine alte Frau. Ich besuche sie. Sie ist alleine in ihrer Wohnung, war jahrzehntelang verheiratet, ist immer noch verheiratet und erzählt mir, gerade letzte Woche musste mein Mann ins Altersheim, in ein Ferienbett. Ich weiß nicht, kommt er wieder zurück? Was mache ich mit der Wohnung? Und ganz viele Fragen stehen auf. Willkommen in der Pampa. Mit diesen drei Situationen möchte ich darstellen, dass wir früher oder später,
obwohl alle so in eine Pampa-Zeit kommen, in eine Zeit des Niemandsland, in eine Zeit, in der wir uns fühlen, dass wir nicht auf zwischen Stuhl und Bank sind. In der Bibel gibt es ganz oft Geschichten aus der Pampa. Und wir tauchen nun in eine Geschichte aus dem Alten Testament ein. Und Pampa in der Bibel ist hier. Auf diesem Bild seht ihr nun die Sinai-Halbinsel eingeblendet. Und das Volk Israel befindet sich mitten in der Wüste, mitten in der Pampa. Auf der linken Seite das Land Ägypten. Grün, das Nildelta, das Land der Sklaverei. Auf der rechten Seite das Land Kanaan, das verheißene Land, dorthin, wo das Volk gehen soll. Und jetzt sitzt das Volk Israel mitten in der Wüste. Das Volk ist motiviert und angetrieben von einer Vision. Gott hat ihnen gesagt, ich habe das Land meines Volkes gesehen. Ich habe das Leid meines Volkes gesehen. Ich habe gehört, wie sie um Hilfe gerufen haben. Ich bin besorgt um sie. Und ich werde kommen, ich werde sie aus dem Land der Sklaverei führen in das Land der Verheißung. Das war die Vision des Volks Israel. Aus dem Land der Sklaverei in das Land der Verheißung. In dieser Vision fehlt aber das Land dazwischen. Auf der linken Seite das Land Ägypten, das grüne Nildelta, auf der rechten Seite das Land der Verheißung, wo Milch und Honig fließt. Und die Vision erzählt nur von diesem Land und jenem Land, nicht von dem Land dazwischen. In diesem Pampa-Land hat Gott sein Volk auf eine wunderbare Weise versorgt. Er hat sie versorgt mit einem ganz speziellen Manna. Das war ein Wunder. An einem Morgen, als die Israeliten da über die Wüste kamen, da waren auf einmal so Flocken über dem Boden und sie haben das gegessen und gemerkt, das verpflegt uns. Und seit 2 Jahren, in dieser Geschichte, die wir nun betrachten, seit 2 Jahren essen sie nun dieses Manna. Zum Morgen, zum Zvieri, zum Mittag, zum Znacht. Immer nur Manna. Also am ersten Tag Manna, ein Wunder. Am nächsten Tag ein Wunder, Manna. Am dritten Tag ein Wunder, Manna. Und jetzt nach 2 Jahren haben die Israeliten dieses Manna hier. Und da tauchen wir nun ein in die Geschichte, in 4. Mose, Kapitel 11. Ab dem 4. Vers möchte ich einen ersten Abschnitt mit euch lesen. 4. Buch Mose, 11. Kapitel, ab Vers 4. Man muss diese Passage mit einer weinerlichen Stimme lesen. Doch das Jammern nahm kein Ende. Unter den Israeliten waren viele Fremde, die sich dem Volk angeschlossen hatten, als es Ägypten verließ. Sie forderten nun besseres Essen. Und schon fingen auch die Israeliten wieder an zu klagen. Niemand gibt uns Fleisch zu essen. In Ägypten war das anders, da bekamen wir umsonst so viel Fisch, wie wir wollten. Da gab es Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. Aber hier haben wir nichts außer jeden Tag dieses Manna. Darauf ist uns der Appetit gründlich vergangen. Ich habe gar nicht gewusst, dass in der Bibel etwas von Knoblauch steht, aber hier steht es. Also die Israeliten sind in einer Situation, die haben das Manna unter der Nase. Und wir denken, in der Pampa, in dieser Einöde, da wächst nichts. Aber in der Pampa ist fruchtbarer Boden für 4 Dinge, die wir nun in dieser Predigt beschauen wollen. Und das Erste, in der Pampa ist fruchtbarer Boden für Murren und Klagen. Die Israeliten in dieser schwierigen Situation jammern und klagen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich die Geschichte des Volks Israel lese, dann habe ich oft auch das Gefühl, warum jammern die dauernd? Die erleben so viel mit Gott, die erleben so viel Wunder. Er holt sie da aus, bringt sie durchs Meer und macht immer wieder, damit sie vorwärts kommen. Er versorgt sie mit Manna und die jammern dauernd. Wenn du auch so denkst, habe ich ein spannendes Experiment für dich. Ich nenne es das Manna-Experiment. Und ich lade dich ein, das auszuprobieren. Und zwar 1 Woche lang, von diesem Moment, in dem du nun diesen Online-Gottesdienst anschaust, bis genau in 1 Woche, machst du das Manna-Experiment. Und das geht so. Du verpflegst dich in dieser Woche ausschließlich mit Wasser und einem einzigen Lebensmittel. Also du kannst auswählen Wasser und Brot, Wasser und dein Kraftriegel, Wasser und Müsli
oder was auch immer. Für die Kinder vielleicht Wasser- und Schleckstängel oder für mich Wasser- und Fasnachtskirchli. Und ich bin überzeugt, wenn wir dieses Experiment eine Woche durchziehen, denken wir in einer Woche ganz anders über das Volk Israel. Es ist einfach, dieses Volk zu verurteilen, es ist einfach zu richten, aber wenn wir selbst betroffen wären, denke ich, kämen wir auch ins Murren und Jammern. Die Bibel fordert uns auch auf, unserem Herz Luft zu machen. Es gibt in Psalmen, ganz viele Psalmen, da geht es um Klage. Was aber das Problem hier bei diesem Murren und Klagen ist, das Volk Israel sagte Gott mehr oder weniger, es ging uns besser ohne dich, Gott. Und das ist das, was hier die Bibel anspricht. Also Pampa ist fruchtbarer Boden für Murren und Klagen. An diesem Punkt will ich dir eine Frage stellt sich die Frage, wo ist Mose? In dieser Krise muss doch der Leiter jetzt vorangehen. Und im nächsten Abschnitt schauen wir mal in das Herz des Mose. Mose war der Führer, der wollte diese Aufgabe nicht, aber er hatte die Aufgabe, dieses Volk in die Freiheit zu führen. Im 10. Vers lesen wir von Mose und wir lesen nun hier ein sehr ehrliches und tiefes Gebet von Mose. Die israelitischen Familien saßen vor ihren Zelten und klagten. Mose ärgerte sich darüber, denn er wusste, dass sie erneut den Zorn des Herrn auf sich zogen. Warum tust du mir das an? Fragte den Herrn. Ich bin zwar dein Diener, aber musst du mir wirklich die Verantwortung für dieses ganze Volk aufhalsen? Hast du denn kein Erbarmen mit mir? Bin ich etwa die Mutter dieser Menschen? Habe ich sie zur Welt gebracht oder bin ich der Pflegvater? Wie kannst du von mir verlangen, dass ich sie wie ein Säugling auf meinen Armen in das Land trage, das du ihren Vorfahren versprochen hast? Sie weinen und klagen und flehen mich an. Gib uns Fleisch zu essen. Woher soll ich denn Fleisch für 100.000 von Menschen nehmen? Ich kann die Verantwortung für dieses Volk nicht länger allein tragen. Ich halte es nicht mehr aus. Wenn es so weitergehen soll, dann bring mich lieber gleich um. Ja, erspar mir dieses Elend, wenn dir etwas an mir liegt. Wenn wir diese Verse lesen, haben wir den Eindruck, der Mose ist in einer tiefen Krise. Er hat nicht nur einen schlechten Tag. Pampa ist auch fruchtbarer Boden, ich nenne es heute mal so, für emotionale Kernschmelze. Der Mose ist total am Boden und in der Pampa am Verzweifeln. Und ich höre in der Stimme des Mose auch Stimmen aus der heutigen Zeit. Ich höre die Stimme von Teenagern, die genauso in einer Umbruchphase sind, zwischen Kindsein und Erwachsenwerden. In diesem Umbruch all die Anforderungen von Schule, Familie, Gruppendruck fast nicht mehr aushalten und eigentlich an einen ähnlichen Punkt kommen und sagen, Emanuel. Ich höre aber auch die Stimme von einem Vater, der morgens um 4 aufwacht und seine Teenagers sind immer noch nicht zu Hause. Ich höre aber auch die Stimme von einem Gemeindeleiter, der über Jahre versucht, seine kleine Gemeinde vorwärts zu bringen und jetzt die Botschaft erhält, eine tragende Familie verabschiedet sich auch noch. In der Stimme von Mose begegnen uns viele Menschen, die heute in der Pampa sitzen. Und Mose ist nicht nur müde, er ist der Erschöpfung nahe. Das Letzte, was er eigentlich haucht, ist, und Gott sagt, bring mich doch um, ich bin am Ende. Wie wird Gott jetzt auf diesen Mose reagieren? Wie wird er reagieren auf diesen Mann, der im Burnout mit Suizid oder mit Gedanken ist, um das Leben zu beenden? Da lesen wir im 16. Vers, der Herr antwortete Mose, suche unter den 7 Oberhäuptern von Israel 70 Männer aus, nimm Leute, die als zuverlässige Anführer des Volks bekannt sind. Bring sie zum heiligen Zelt und stell dich mit ihnen dort auf. Dann will ich herabkommen und mit dir sprechen. Ich werde etwas von meinem Geist, der auf dir ruht, nehmen und auf sie legen. Sie sollen von nun an die Last mit dir teilen. Du musst die Verantwortung für das Volk nicht mehr alleine tragen. Eine spannende Reaktion von Gott zu diesem Mose, der total am Ende ist. Was sagt er? Er sagt, hol 70 Männer, versammle sie dort beim Zelt der Begegnung
und dann werde ich ihnen begegnen. Es wird ein spannendes Phänomen erfolgen. Ich werde etwas von dem Geist, der auf dir ist, auf diese 70 Männer verteilen. Also was passiert hier? Es gibt eine Geistmultiplikation und es gibt 70 Minimose, die ihn dann unterstützen wollen. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, was für eine Kraft Gottes. Das wünsche ich mir auch in unserem Gottesdienst. Wenn wir zusammenkommen, aber auch in diesem Online-Gottesdienst, da können übernatürliche Dinge passieren. Dass auf einmal jemand von Gott berührt wird, dass Himmel und Erde sich berühren und etwas in einem Leben komplett verändert wird, ein neuer Geist in ein Leben reinkommt. Gott sagt zwei ganz wesentliche Dinge in diesem Abschnitt, wenn es darum geht, Menschen in der Pampa zu begleiten. Er sagt nämlich, bleib nicht allein. Also er sagt zu Mose, sie sollen von nun an die Last mit dir teilen. Also wenn du jetzt in der Pampa sitzt, in einer Umbruch, in einer schwierigen Situation, ist das ein ganz wichtiger Hinweis, bleib nicht allein. Gott sagt zu Mose, sie sollen die Last mit dir teilen und du musst die Last für das Volk nicht alleine tragen. Mose hat eine typische Leiterkrankheit. Er hatte das Gefühl, ich bin verantwortlich. Das ist nicht das erste Mal, dass Gott ihm dann jemand zur Seite setzt. Also das ist der dritte Punkt, was in der Pampa wächst. Pampa ist fruchtbarer Boden für Murren und Jammern. Es ist aber auch fruchtbarer Boden für emotionale Kernschmelz. Und nun das dritte, es ist fruchtbarer Boden für Gottes Versorgung. Gott sieht die Situation des Mose, greift ein und stellt die Menschen zur Seite, die ihn unterstützen. Was ist jetzt mit diesem murrenden Mannamob? Gott ist zwar jetzt dem Mose begegnet, hat ihm einen Hinweis gegeben, aber er fährt weiter und spricht zu diesem murrenden Mannamob. In diesem Hinweis an Mose fährt er weiter im 18. Vers. Und dem Volk Israel sollst du sagen, reinigt euch und macht euch bereit, denn morgen wird euch der Herr Fleisch zu essen geben. Er hat euer Gejammer gehört, mit dem ihr ihn in den Ohren liegt. Er weiß, dass ihr Fleisch essen wollt und am liebsten wieder in Ägypten werdet. Nun, morgen werdet ihr Fleisch bekommen. Und das nicht nur ein, zwei Tage lang, auch nicht 5 oder 10 oder 20 Tage, nein, einen ganzen Monat lang, bis es euch zum Hals heraushängt und ihr euch davor ekelt. Denn ihr habt den Herrn, der mitten unter euch wohnt, verachtet und ihm bittere Vorwürfe gemacht, weil er euch aus Ägypten befreit hat. Spannend. Gott geht auf den Wunsch des Volks ein und sagt, ich werde euch jetzt richtig Fleisch geben. Und spannend, wie der Mose reagiert. In den folgenden Versen lesen wir, der Mose ist immer noch bei sich und sagt, wie soll das gehen? Du versprichst ihnen einen Monat lang Fleisch. Und er sagt, wenn ich alle Ziegen röste und alle Schafe brate, das reicht nie. Und dann kommt der Spitzenvers, der Kernvers in dieser Geschichte. Im 23. Vers entgegnet der Herr dem Mose, traust du mir das etwa nicht zu? Du wirst bald sehen, ob ich mein Wort halte oder nicht. Also Gott stellt dem Mose die Frage, traust du mir nicht zu, dass ich Fleisch für diese 600.000 Mann plus das ganze Volk besorge? Luther hat das mit einer sehr schönen Formulierung geschrieben. Er sagt, diesen Vers, ist die Hand des Herrn zu kurz? Aber du sollst jetzt sehen, ob sich mein Wort an dir erfüllt oder nicht. Also Luther übersetzt, sagt, ist die Hand des Herrn zu kurz? Reicht sie nicht, um in deine Situation, in deine Pampa hineinzugreifen und dort unterstützend mit der Hand zu unterstützen? Stellst du die Güte und Fähigkeit von Gott in deiner Pampa in Frage? Der Herr fragt, ist der Arm des Herrn zu kurz? Kann ich in deiner Situation reinwirken? Wenn wir denken, in der Pampa wächst nichts, ist das falsch. In der Pampa wächst Murren und Klage. Es wächst emotionaler Kernschmerz. Es wächst Gottes Versorgung. Und nun ans vierte Punkt.
Ich glaube, in der Pampa ist auch der Ort für umgestaltendes Wachstum. Genau das ist das Ziel. Wenn es irgendein Ziel in der Pampa ist, ist es umgestaltendes Wachstum. Die Leute des Volkes Israel brauchten die Wüste. Sie waren ein Sklavenvolk, geprägt von Generationen Sklavendienst, und Gott wollte sie in der Wüste zu einem Volk machen, das aus einem Sklavenvolk ein Gottesvolk wird. Sie wollten, dass dieses Volk in ihm vertraut. Wenn die Streitwagen kommen, wenn kein Essen da ist, wenn wieder eine Gefahr droht, er wollte sie im Vertrauen immer wieder stärken. Ich glaube, Pampa ist der geeignetste oder der tiefgründigste Ort für tiefe Veränderungen in unserem Herzen. Menschen, die in ihrem Leben so ein umgestaltetes Wachstum durch eine Wüstenzeit, durch eine Zwischenlandszeit erfahren haben, sind oft Menschen, die dort enorm gewachsen sind. Oft lernen wir erst in der Pampa wirklich beten. Was es bedeutet, wirklich zu beten. Oft lernen wir erst in der Wüstenzeit, was christliche Gemeinschaft für Kraft hat. Was es bedeutet, als Glaubensfamilie einander zu unterstützen. Oft lernen wir erst in der Pampa echt Glauben und Vertrauen. Pampa kann auch ein gefährlicher Ort sein. Pampa kann ein Ort sein, wo ein Glaube stirbt. Pampa kann aber auch ein Ort sein, in dem unser Glaube gestärkt rauskommt. Pampa ist fruchtbarer Boden für Murren und Klagen, für emotionale Kernschmelze, für Gottes Versorgung und für umgestaltendes Wachstum. In der Pampa müssen wir eine Entscheidung treffen in unserem Herz. Und das ist eine sehr entscheidende Entscheidung. Dort müssen wir uns festlegen, wollen wir jetzt in dieser schwierigen Situation, die wir überhaupt nicht zuordnen können, weiter Gott vertrauen oder nicht. Und ich bin überzeugt, dass die Entscheidungen, die wir in der Pampa treffen, entscheidend sind, was für ein Mensch wir in 10 Jahren sind. Ich möchte das nun deutlich machen in einem Bild. Vielleicht kennst du so eine Situation, du hattest einen schlechten Tag. Die Lebensphase ist sowieso in einem Umbruch. Du weißt nicht, wo dein Kopf steht. Und du kommst nach Hause und so im Bild gesprochen in deinem Herz, du kommst nach Hause und an deinem Küchentisch sitzt schon Murren. Klagen wäscht seine dreckige Wäsche in deiner Waschmaschine und Klagen ist hinter deinem Kühlschrank und da kommst du nach Hause und du sagst, ich will das gar nicht. Und du kickst sie raus. Das Problem ist nur, Murren und Klagen kommt durch die Hintertür schon wieder rein. Kennst du das? Murren und Klagen widersetzt sich der Zwangsräumung. Die Lösung, Murren und Klagen loszulassen oder wegzubekommen, ist, dass du einen anderen Gast einlädst. Dieser Gast heißt Vertrauen. Das heißt, diese kraftvollen Worte in der schwierigen Situation, ich vertraue dir trotzdem. Obwohl ich das nicht verstehe, obwohl ich das nicht mag, obwohl ich das nicht einordnen kann, ist es eine kraftvolle Proklamation, ich vertraue dir. Und was passiert? Wenn du diese beiden Gäste hast, Vertrauen und Klage, dann wirft Vertrauen Klage aus dem Haus. Das sind schlechte Zimmernachbarn. Alles, was ich dir heute sagen wollte, ist, dass in den Zeiten, die wir hassen, Gott oft sein tiefstes Werk in uns tut. Und mein Gebet ist, dass Gott dich in deiner Pampa tröstet, dass er dich segnet, dass er dein Lachen erneuert, dass er deinen Glauben stärkt. In Jesaja 59 wird auch ein Vers gesagt über die Hand des Herrn. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, wo du stehst in deinem Leben, was dich beschäftigt, aber ich lade dich ein, wenn du so in einer Pampa bist, in einem Umbruch, in einer schwierigen Situation, die du absolut nicht einordnen kannst, proklamiere das in deinem Herzen. In Jesaja 59,1 heißt es, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um euch zu helfen.
Und er ist nicht taub, dass er euch nicht hören würde. Die Hand des Herrn ist nicht zu kurz. Und wir haben es mit einem Gott zu tun, der hört. Auch wenn es Phasen gibt, in denen wir denken, er ist taub. Und ich lade dich ein, das in deinem Herzen zu proklamieren. Die Hand des Herrn ist nicht zu kurz. Und wir haben es mit einem Gott zu tun, der hört. Heute Morgen bin ich auf einen Vers gestoßen, zusammen mit Marlene. Und der fasst eigentlich das wunderbar zusammen. Ein Vers aus dem Neuen Testament. In Kolosser 2,7, da heißt es, seid in ihm verwurzelt, und das bezieht sich auf Jesus Christus. Seid in ihm verwurzelt und baut euer Leben ganz auf ihn. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Also Apostel Paulus sagt, jetzt brauche ich dieses Bild von dieser Pflanze, er sagt, verwurzle dich tief in Jesus. Verwurzle dich in ihm. Die neue Lebensübersetzung bringt das wunderschön zum Ausdruck. Sie sagt, senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Also senkt deine Wurzeln tief in ihm und schöpf aus ihm. Dieses Gras, wenn wir es in ein richtiges Pampagras haben, das muss man im Winter zusammenbinden und schützen. Eigentlich ist ja Pampa eine karge Gegend und man denkt, dieses Gras ist sehr robust. Und wirklich, es ist sehr robust für Trockenheit und es ist auch sehr robust für Kälte. Es ist aber nicht robust für Nässe. Die Winternässe aus der Schweiz kann es überhaupt nicht aushalten. Und ich möchte das vergleichen. Das Einzige, was du dich schützen kannst, ist, dass du Gott nicht aussperrst aus deinem Leben in der Pampa, dass du an ihm festhältst. Aber du bist gebaut, verwurzelt in Christus für die Dürren dieser Welt, für die Kälten dieser Welt. Du bist von ihm ausgerüstet. Ich lade dich einfach ein, dran zu bleiben. Und ich finde es stark, dass du immer noch dran bist, hier im Online-Gottesdienst, bis zum Schluss. Und ich möchte nun diesen Gottesdienst mit einem Gebet abschließen. Einem Gebet für dich, für uns, für Menschen, die Geschöpfe des allmächtigen Gottes auf einer gefallenen Welt, in der wir früher oder später in so Pampa-Zeiten ringen um diesen Halt, ringen um diese Wurzeln zu Jesus hin. Ja, Jesus Christus, ich danke dir vielmals, dass du ein Vorbild bist, wie du in Pampa-Zeiten bist unterwegs gewesen. Du bist von den Menschen verstoßen worden. Du bist verachtet worden. Du bist schlussendlich sogar von Gott verlassen worden. Und du hast dich festgehalten, deinem Vater. Danke, dass du tief innen kannst mitempfinden, was wir Menschen auf dieser Welt manchmal erleben. Wo wir noch nicht ankommen, wo wir nicht daheim sind, wo wir nicht wissen, wo es weitergeht. Danke, Jesus, dass du mich mitfühlen kannst. Und ich bitte dich für all die Menschen, die jetzt den Online-Gottesdienst haben gehört, die im Moment gerade so in der Zeit da sind, die eine schwierige Zeit hinter sich haben oder mitten drin stecken, ich bitte, dass du sie stärkst. Ich bitte, dass du ihnen Kraft gibst, Resilienz gibst, dass du ermutigst, dass du stützt und dass wir alle aus umgestalteten und gewachsenen Menschen aus diesen Zeiten herausgehen können. Danke, Vater, dass deine Arme nicht zu kurz sind, dass du ein Gott bist, der gehört und ein Gott, der dreht. Und ich bitte dich, dass du die Menschen, dass du uns alle segnest. Wir sollen gesegnet sein und so segnen euch im Namen von Gott Vater, vom Heiligen Geist und von Jesus Christus. Amen.